nur heute mal ein bisschen Spenglern oder Blechklempnern für Anfänger. Sind wir hier in der Garage, die Holzgarage. Und das Haus hat sich ja innerhalb der letzten Zeit über den Winter um, kann man sagen, vom Giebel bis runter um 20 cm gesetzt. Hier ist der Gasanschluss. Man macht schon extra in Russland, dass es so eine Biegung ist, damit das in dem Bereich etwas flexibel ist und nicht zum Rohrbruch kommt. Und hier oben ist ausgefräst worden, haben wir nochmal ein Langloch reingemacht, bis hier hoch, damit das Gasrohr nicht praktisch geschädigt wird durch diesen Setzungsprozess. Und jetzt haben wir aus Blech hier so eine Rosette gemacht, wo das Haus sich setzen kann nach unten. Und in dem Bereich hinten ist alles ausgeschnitten und ausgestopft. Und dann kann das Rohr ganz gemütlich hochrutschen oder das Haus runterrutschen. Ganz einfaches Prinzip und es funktioniert. So, hier drüben ist das gleiche für den Auspuff für das Aggregat. Da braucht man jetzt keine Rutschhülsen machen, sondern hinten ist ein Fleckstück am Auspuffrohr dran, dass man da eigentlich keinen Stress haben. Sind jetzt im Technikraum, haben die Decke eingezogen, also auch eine Brandschutzdecke. Muss gespachtelt werden, alles gestrichen werden und dann sauber gemacht werden vor allen Dingen. Sieht aus wie Sau. Das Gartenhaus ist jetzt auch verkleidet von dem kleinen Holzhaus und ist auch alles geölt, weil ich mache nichts mit Lasur, weil es soll nach Möglichkeit langlebig sein und Lasur, naja, kann man sich streiten. Ich mag es nicht, weil meist blättert die ganze Krempel ab. Und innen drinne haben wir mehr als genug Platz. Hier rechts ist dann, wo es zum Haus geht. Links geht das hoch zum Mast dann später. Und dann kommt auch da das Aggregat hin und die Einspeisung. Und dann ist es ein schöner, gemütlicher, großer Schuppen. Und hat auch eigentlich mehr als genug Platz. Fenster sind da, Tür ist da. Wird's bald zusenden. So, 14 Uhr. Heute ein bisschen Ordnungsarbeiten. Also wir haben unsere Arbeiten an die schon durch. Da sieht man das Holz. Warte, ich zoome mal rein. So. Alles dank Remo. Und unser Pickup ist schon leer. Unser Trecker hat uns sehr viel geholfen. Jetzt sind wir am Vermessen. Wir wollen hier ein Haus 10x15 Meter bauen. Und wir haben, so jetzt Pi mal Daumen, den Grundriss hier mit der Schnur gespannt. Jetzt wollen wir erstmal grob die Bäume schneiden, die wir hier nicht brauchen. Und ja, war mir die Sonnenseite. Also das Haus ist auch so platziert, dass man die Sonnenseite hier den ganzen Tag an dich hat. So, hier ist die Sonnenseite. Und hier haben wir auch eine Fläche, die jetzt ohne Bäume ist. Aber es werden sowieso leider paar Bäume sterben müssen. Also jetzt gerechnet, da wollen wir ca. 8 Meter noch tiefer reingehen, damit es von Haus entfernt wird. Ca. 8 Meter erstmal. Und eine Linie hier schaffen. Diese Linie wird hier bleiben. Ja, so ein Baum. Ja, da hat, glaube ich, keine Lust mehr. Der muss auch weg. Und ja, und die Einfahrt müssen wir noch hier einplanen. Grob haben wir schon, aber die Bäume, ein paar Bäume müssen auch leider fallen. So, dann an die Arbeit. Schöne Grüße. So, heute machen wir ein bisschen früher Feierabend. 17.08 Uhr. Welcher Mai haben wir heute? Mai 15. 14. Okay, 14. Mai. Ja, das ist der Parkplatz eigentlich auch für den Trecker. Erstmal steht nur der Hänger da. Der Trecker ist drin. Der hat heute einen frischen Ölwechsel bekommen. Auch einen ersten Ölwechsel eigentlich. Ja. Es wird schön geschlossen. Und ja, wir haben das Grundstück vom Haus
festgestellt, wo es ist, waren ein paar Bäume gefällt und mit unserem Trecker die Bäume transportiert, also teilweise. Es macht wirklich, es ist wirklich sehr viel Arbeit, um so viel, also solche Bäume, also das größte, der größte Baum war, ja, circa 20 Jahre alt. Jo. Der Rest ist so im Durchschnitt 15 ja, bis 20 cm dick. Ja. So. Die Schnur sieht man noch. Ja, es liegen noch ein paar Bäume. Den muss man jetzt verkleinern. Und ja, wir haben noch vieles vor hier. Es kommen warm, also wenn es um Bäume geht, sind wir jetzt ca. 10%. 10%. Das muss hier noch verschwinden. Das hier, also ca. 5 Meter noch tiefer. Ja, und dann haben wir einigermaßen das Grundstück, wo das Teil vom Grundstück, wo das Haus stehen soll, wo wir auch ein bisschen Luft schnappen können. Die Sonne sollte eigentlich hier reinkommen, weil wir vom Ecke vom Haus bis zum nächsten Baum haben wir ca. ja, 30 Meter. Das sind ca. 30 Meter. Das sollte reichen. Naja, dann Feierabend. So, ihr seht, den Schuppen haben sie fast fertig. Das Dach ist drauf. Haben die Abschlüsse auch gemacht. Kevin macht Bauabnahme. Nee, ich habe es noch gar nicht gesehen. Ich bin gerade wieder aus der Stadt gekommen, musste wieder einiges erledigen. Und die Jungs haben jetzt Feierabend. Und dann geht's morgen weiter. So, jetzt sind wir wieder im Rosenhaus. Elektroanlage ist auch fast fertig. Hier oben seht ihr die Trägerschienen für die Decke. Hier sind Rigipsdecken drinnen. Infrarotstrahler kommen dort oben rein. Sind mit den Fliesen auch wieder ein Stückchen weitergekommen. Ja, es braucht alles seine Zeit. So, hier oben ist auch alles soweit. Ja, sind keine Ahnung, wie viele tausend Schrauben sie hier reindrehen müssen. Gucken auch vorher mit dem Kabelsucher, ob auch da irgendwo eine Leitung ist. Nicht, dass wir nachher alles kaputt machen und dann kann man suchen. Ja. So. So. Heute, der 18. Mai, 18 Uhr. Wunderschönes Wetter. Sollte eigentlich 16 Grad sein, gefühlt sind es 20. Haufen Mücken. Aber es ist wirklich sehr schön jetzt. Bäume, ja, haben wir erstmal geschnitten. circa 8 Meter vom Haus. Hier sind es jetzt, ja, circa 7 Meter. Da haben wir es weiter, weil wir da eine Einfahrt haben werden. Und die Einfahrt haben wir auch schon hier frei gemacht. Wir haben, ja, das wird man auch später ein bisschen genauer sehen, wenn die Bäume weg sind. Aber ja, erstmal haben wir die ganzen Bäume gelegt und morgen müssen wir die klein machen. Also, unser Belarus-Trecker macht immer, also immer noch tolle Arbeit. Ohne diesen Trecker kann ich mir die Arbeit wirklich nicht vorstellen, weil wir ja die ganzen Bäume, das ganze Holz auf eine Stelle transportieren wollen. Und mit dem Trecker geht es wirklich hervorragend. Den Anhänger kann man wirklich voll laden, voll beladen. Und es funktioniert. Es funktioniert wirklich super. Ja. So sieht es aus. Wir sind heute wirklich kaputt. Das reicht erstmal. Die Bäume, die liegen, die können erstmal liegen. Und dann müssen wir die Bäume klein machen. Wir wollten das Haus gefühlt im Wald haben. Und man kann sagen, sieht wie im Wald aus, weil das eigentlich ein, ja, kleiner Wald ist. Das sind circa 40 Meter, 50 Meter tief. Ja, hier haben wir
durchschnittlich, da sind wieder so circa 50, 60 Meter. Hier sind es circa 15 bis zu 20 Meter, vielleicht 30 stellenweise. Aber man hat einen relativ angenehmen, guten Sichtschutz. Hier ist es ein bisschen dünner. Ja, hier soll die Einfahrt kommen. Da haben wir auch extra eine Schnur gespannt, um zu, ja, um, ja, hier sieht man ehrlich gesagt gar nicht, gar nichts. Ja, da soll die Einfahrt kommen. Warte, ich zoome mal rein. So. Genau. Und die soll hier geradeaus reinkommen. Oh, hier ist die Schnur. Und von der Schnur links 4 Meter plus 1 Meter und 1 Meter Platz sollten die Bäume frei sein. Ja, okay, dann lassen wir das für heute. Man sieht ja sowieso gar nichts. Wenn wir morgen das hier sauber haben, dann mache ich wieder ein Video. So, Patricia ist auch müde. Ja, winke, winke. Also, dann schönen Feierabend und bis morgen.